Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen auf der Map Old World Größe 4x4, das heißt ganz klassisch mal wieder eine alte Map. Ja, ich habe gerade drei Runden gespielt. Drei richtig schöne Runden. Einmal Kingdom ist so eine geile Map, die werde ich euch aber unbedingt noch zeigen. Und tatsächlich habe ich jedes Mal einfach nicht aufgenommen. Ich habe nicht aufgenommen, gar nichts. Und das war ein bisschen traurig. Ich hätte einfach schon drei Videos vorproduzieren können und so habe ich null. Also für morgen fehlt mir immer noch ein Video. Das heißt, ich muss mich jetzt nochmal dran setzen. Obwohl Bayern im Fernsehen kommt, Leute, das ist doch Einsatz, oder? Das Rückspiel von Bayern gegen Barca, das würde ich mir so gerne reinziehen. Werde ich aber gleich auch machen nach dieser Runde. Den Rest muss ich dann halt in den nächsten Tagen machen, für morgen immer weiter. Auf jeden Fall freue ich mich, dass unser Kanal wieder am Laufen ist, sage ich mal. Und genau, auf dieser Map zuerst das hier tun. Und jo, ich freue mich einfach, dass der Kanal wieder läuft und dass... Christoph, verstehst du es nicht? So, da war jetzt gerade kurz mein Bruder drin, das tut mir leid. Und ja, jetzt geht's ganz normal weiter. Der versteht einfach nicht, dass ich aufnehme. Der versteht's nie. Weißt du, und dann ist es mir doch egal. Ich denke, Barcelona hat jetzt gerade ein Tor geschossen. Dann ist mir doch egal, ob Barcelona ein Tor schießt, wenn ich für euch aufnehme. Oder ob ein Mann vom Hoch rausgefallen ist, sag ich mal. Das kann er mir ja gleich immer noch erzählen. Jetzt bin ich ja gerade beschäftigt. Und da ist es nicht so praktisch, wenn alle zwei Minuten mein Bruder reinkommt. Der ist in den beiden anderen Aufnahmen ist er einfach auch reingekommen. Das ist doch so witzlos. Der hört doch, dass ich rede. Ich rede doch nicht mit mir selbst. Mann. Das ist ja Wahnsinn, Leute. Das ist ja absoluter Wahnsinn hier. Ja, bestimmt werde ich auf so eine... Oh, hi. Ich sag noch so, bestimmt werde ich auf so eine altmodische Falle reinfallen. Und dann springe ich einfach zu denen rüber. Nice one, Torben. Nice one. Ui. Ja, ich freue mich einfach, dass der Kanal wieder läuft. Und was ich auch noch erzählen wollte, ist, ich bin halt jetzt gerade spät abends am Aufnehmen, weil ich heute, am Dienstag ist für mich heute ja, auch den ganzen Tag draußen war und Longboard gefahren bin. Es ist einfach so geil, es macht mir jetzt einfach in letzter Zeit wieder so Spaß, einfach mal raus und chillen und einfach Sachen zu machen, die nicht in der Wohnung sind oder nicht vom PC. Es macht einfach im Moment mehr Spaß mir. Jetzt könnte ich kurz ein bisschen Verstärkung gebrauchen, eventuell. Einer ist noch hier. Okay, hab ihn. Ja, es macht mir einfach wieder Spaß, ein bisschen Sachen draußen zu machen. Und ich werde ja auch noch weitere Sachen in dieser Woche draußen machen, in der wir so viel frei haben. Ich werde natürlich auch viel, ich werde natürlich auch was im Voraus aufnehmen für, vor my YouTube-Channel. Aber ich werde auch viel draus machen. Ich werde nämlich zum Beispiel auch, am Sonntag habe ich euch auch schon erzählt, von Düsseldorf nach Köln mit dem Longboard fahren. Freue ich mich mega drauf und ich weiß nicht, ob ich das so ohne Probleme durchstehen werde, weil es sind immerhin 40 Kilometer. So eine lange Strecke bin ich noch nie am Stück mit dem Longboard gefahren. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob sich jetzt die Strecken hier durch Gelsenkirchen darauf addiert haben, wenn wir zum Beispiel an der Arena auf Schalke da chillen oder so. Und da kann man nämlich, in Gelsenkirchen ist das der beste Spot zum Fahren tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal so eine Strecke gefahren bin, glaube ich allerdings eher nicht, weil die nur irgendwie 2 Kilometer von mir entfernt ist. Wir sind halt da ein bisschen rumgecruised, aber insgesamt sollte das eigentlich auf keinen Fall auf 40 Kilometer kommen. Das wäre, glaube ich, das kann doch nicht wahr sein, dass immer mit diesem scheiß Stock geschlagen wird, ey, und dass du damit 10 Kilometer weit fließt. Boah. Guck mal, wie der da steht mit seinem Stock, ey. Geht mir richtig auf den Sack. Knüppel.
Man muss sich natürlich seinen Gegnern anpassen, Leute. Sonst wäre es ja auch langweilig. Und ja, ich freue mich einfach, wie ich jetzt schon zum dritten Mal sage, dass der Kanal wieder läuft und ja, dass wir wieder Abonnenten dazu bekommen. Es war ja in letzter Zeit eher weniger. Bin ich einfach glücklich drüber, ehrlich gesagt. I'm happy, I'm happy, I'm happy, 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 happy. So, nice. Die beiden weg. Theoretisch ist es jetzt machbar, hier drüber zu springen. Dann den auszu... Ach, ich bin über den Rand geslidet, ey. Nee, da fällt mir nichts mehr zu ein. Ja. Yo, in meinem Zimmer hat sich immer noch nichts verändert. Es ist einfach nur richtig dunkel im Hintergrund. Nice. Hatte ich auch noch nie so dunkel. Mein Gesicht geht aber gerade, finde ich, von der Beleuchtung her. Meine Schreibtischlampe leistet da echt gute Dienste, weil das ist so eine coole Lampe, die man auch verstecken kann. Jetzt habe ich zum Beispiel, oh mein Gott, das ist Gelblicht, so habe ich Weißlicht. Das kann ich dann heller machen, dunkler. Und ich mache es jetzt mal so. Das ist alles mit so einem Touchscreen, das ist eigentlich relativ cool. War auch, glaube ich, nicht so billig. Und ich finde das toll. Der kriegt irgendwie No Knockback. Also zumindest habe ich 10-mal mit dem scheiß Knüppel auf ihn eingeschlagen und er hat kein Knockback bekommen. Sowas könnt ihr mir auch nicht erzählen, Leute. Das funktioniert irgendwie nicht. Also ich werde mir den Namen merken. Ich weiß nicht mehr, welcher es war, aber okay. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, ob das ein Hacker war oder nicht. Ich glaube, er war das. Das wird die Boy Hovi. War das Hovi oder war das noch ein anderer? Das seht ihr, wenn das Licht angeht. Oder wenn ich einen Knüppel auf ihn einschlage. Ne, Hovi war es nicht. Hovi kriegt Knockback. Hovi kriegt Knockback. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wer das war. Erstmal hole ich mir das Eisen hier von denen. Just because I can. Hovi, komm mit mir in den Tod. Oh. Boah, diese guten alten Minecraft-Sounds, dieses oh, 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 oder das alte Türen öffnen, ey, ihr müsst euch mal die alten Minecraft-Videos reinziehen. Das waren noch Sounds, die nicht so erotisch klangen. Ist mit der Zeit tatsächlich besser geworden. Aber ich freue mich einfach wieder, dass ich mal rauskomme und ein bisschen so mache, weil endlich ist das Wetter mal wieder gut. Und ob ihr es glaubt oder nicht, mir macht es auch nicht Spaß, immer vorm PC zu sitzen. Deswegen bin ich da ganz glücklich, dass ich mal wieder rauskomme. Jo. Dann habe ich auch mehr Motivation, hinterher mal wieder ein Video zu machen. So sieht's aus. Weil das ist echt auf Dauer langweilig, tatsächlich vorm PC zu sitzen. Also, ich bin froh, dass ich rauskomme und dass ich auch weniger PC in letzter Zeit mache. Darüber bin ich auch froh. Bin ich auch froh, bin ich auch froh, bin ich auch froh. Yep, das sind so meine Dinge, die ich sagen wollte heute. Wo ist hier nochmal der Eisenspawner? Richtig, der ist da vorne. Gut, dass ich mir gerade noch in meinem Kopf drin darüber Gedanken gemacht habe und die bis jetzt gerade schon wieder vergessen habe. Gut, danke schön. Ich wollte mich gerade beschweren. So, hier Bogen. Pfeil, Essen und Momento, der Gelbe ist gerade in der Mitte, der Chiller, ja gut, ich brauche Eisen, was tut er jetzt schon wieder, oh mein Gott, er kommt richtig angerackt, Alter! Leute, ich brauche Hilfe. Alter, ohne Witz, das kann nicht wahr sein. Die checken ja irgendwie gar nichts. Dankeschön. Der hat mich instant gefokust, Alter, als ich meinen Bogen ausgepackt habe. Weil ich so eine schlechte Rüstung hatte wahrscheinlich. Aber ich habe auch keine Hilfe bekommen, ey. Die rennen an allen vorbei. Der rennt an allen vorbei und das juckt keinen. Die lassen den schön auf mich draufgehen. Aber am Ende ist er Gott sei Dank gestorben. Das heißt, sein Equip ist am Osch.
Ja, ich denke, das machen die jetzt hier mit zwei Bögen. Ich werde mir jetzt nochmal in eine gute alte Mitte verziehen, damit ich auch ein bisschen was am Sieg beihelfen kann tatsächlich. Oder ich werde den Gelben besiegen, das ist ja auch mein Ansporn. Der ist zwar mega gut equipped, aber ich heiße Torben und bin YouTuber. Wow, und bin YouTuber. Das heißt, ich bin super. Nein, natürlich nicht. Boah, das sind eh die geilsten, die zum Beispiel schreiben, ich hack nicht, ich bin YouTuber, ey. Komm zu Mama. Du schlägst nicht mit dem Stock. Warum habe ich gerade gesagt, komm zu Mama? Komm zu Papa, meinte ich. Und außerdem sag ich sowas nicht. What the fuck? Der hatte kein Schwert? Is he serious? Is he really serious? Serious? Serious motherfucker? Oh. Ich habe eine Trap ausgelöst. Schön. Ich sehe echt viel. Ich weiß nur, dass hier 8 Gold liegt. Was ich gut gebrauchen kann. Ich brauche noch eine Fuhre, dann hole ich mir noch ein Eisenschwert. Und dann werden die gefickt. Hex, deine Mutter hat Hex. Please, Shudup. So. Das ist natürlich nicht gesperrt, solche englischen Wörter, weil der Gummi-Server geht davon aus, dass man kein Englisch kann. Nu. Hangang hat noch Knockback, yes! Ich weiß, ist auf YouTube. Ach, recorde schon die ganze Zeit. Nice. Aber da habt ihr es bewiesen. Und wie ich die ganze Zeit einfach im Dings-Chat schreibe, ey, das ist ja richtig amüsant. Tatsächlich habe ich mir jetzt den falschen Bogen gekauft. Ja gut. Moin. Aber anscheinend metzelt da gerade auch einer so ein bisschen. Das heißt, ich werde mich einfach dahin verpieseln. Ich habe keine Rüstung mal wieder. Ist gerade schon bei diesem MCC-Ding blöd gelaufen, aber YOLO Swaggy. Jetzt beziehen wir hier Stellung. Zack. 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 Dauerspamming. Bam. Bam, boom, beaches. Here's me, please. My place. My place. Zack, is get wrecked. Noobs. Hier. Jetzt seid ihr gleich tot. Ich baue hier jetzt einen Weg von oben zu euch. Ihr könnt mich nämlich gern... Ach, jetzt verlässt der Hacker das Spiel. Ach, so einer ist das. So, wir kommen jetzt hier von zwei Wegen. Das sollte deren Untergang sein. So, der erste kann mich nicht aufhalten. Ich bin auf dem Schild. Jetzt habe ich diesen Hang. Bang, boom. Was? Die... Ach, diesen... Keine Ahnung, wie der heißt. Ja. Ach, tatsächlich ist der rot. Dieser Hovi. Ach, blau meine ich. Okay, das war's, Leute. Meine Beleuchtung wird auch immer schlechter. Aber egal, jetzt gehe ich bei ihr gucken. Yay, es hat funktioniert alles. Die Aufnahme ist immer noch am Laufen. Okay. Bis gleich. Bis gleich wollte ich noch schreiben. So. Der Chat ist am Ende der Runde aktiviert. Ich wollte ihm wirklich nur schreiben, dass ich... Wir sehen uns ja gleich wieder tatsächlich. Ja, mein Gesicht ist hell. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Wenn ihr noch Vorschläge habt zu spielen, schreibt die gerne in die Kommentare. Übrigens, ihr habt letztens einer von euch geschrieben, ich soll mal Lucky Block Bad Wars spielen. Tatsächlich habe ich da Bock drauf, aber ich will ja erstmal in dem Schema bleiben, dass jeden Tag ein Video kommt und deswegen muss ich erstmal das machen, weil für Lucky Blocks brauchen wir natürlich einen eigenen Server, eigene Bad Wars Map und so weiter. Und hatte ich gerade keine Lust drauf zu erstellen. Aber werde ich vielleicht noch machen. Und falls ihr sonst nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne abonnieren. Das kostet nichts und ihr verpasst nichts mehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut da rein und ciao.